zwischen uns, die sich selbst ermächtigt haben, die bestehenden Verhältnisse, die in eine Richtung gehen, die wir nicht wollen, in Frage zu stellen. Und wir setzen uns aktiv ein mit unserer Altersweisheit, um Vielfalt, offene Welt, Toleranz weiterleben zu können. Denn das haben wir 40, 50 Jahre genossen. Und das wünschen wir uns auch für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und dafür geben wir wirklich mit unserer ganzen Lebenskompetenz mit anderen auf die Straße. Also es gibt mittlerweile in Deutschland bestimmt 100 Gruppen oder vielleicht auch noch mehr. Es gibt hier, wir sind ja gerade in Halle, es gibt in Halle, ich komme gerade von den Omas aus Leipzig, es gibt welche in Dresden, es gibt welche in Chemnitz. Es bilden sich überall. Wir Alte gehen in Kommunikation mit den anderen Initiativen, die gegen den Rechtsruck sich formieren. Konkret hier in Halle hatten wir einen Vertreter der jungen Rechten, der übelst dazu eingeladen hat, die Omas, ich will es nicht genauer beschreiben, aber das war eine sexistische und rassistische Botschaft, die da in die Welt gestreut wurde, gegen die wir auch mit Hate Aid zusammen juristisch vorgehen, weil wir nehmen auch wahr, dass eine Verrohung in Sprache und in Handeln läuft und das entspricht nicht unserer Kultur. Und da gehen wir auch ins Gespräch und ins Handeln, weil in so einer Welt wollen wir nicht leben. Ich gehe noch mal ein Stück zurück zu meiner eigenen Oma. Meine Oma war eine Bäuerin, von der überliefert ist, also ich habe es auch von ihr noch gehört, dass ihre kleine Zivilcourage zur Zeit der Nazis war, dass sie dann, wenn sie den Arm heben musste, dass sie dann gerufen hat, 3 Liter. 3 Liter anstelle von. Ja? Und das war eine kleine, winzige Zivilcourage. Und das ist etwas, was wir auch alle im Alltag machen können. Wir gucken, wo sind wir, was wird gerade gesprochen und dass wir uns einschalten. Wir können uns gegenseitig darin stärken, diese Angst zu bewältigen und dazu Handwerkszeug zu entwickeln und vor allen Dingen ins Handeln zu kommen, um Angstszenarien zu reduzieren und lebendiges Zusammenwirken zu ermöglichen. Und da setze ich mich als Oma gegen rechts ein, bin aber auch in Kommunikation mit den Omas for Future. Thank you.
haben, gehen wir raus, um zum Beispiel Stolpersteine zu putzen. Wir gehen auf Demos, wir unterstützen Geflüchtete und solidarisieren uns öffentlich mit Minderheiten laut und fröhlich. Heiße Tee auf dem Blechtablett, faltige Geschichtenerzähler, Lachfalten zieren ihre Gesichter, Quatsch machen auf dem Weg von der Schule nach Hause. Und nachts warten, bis die Eltern schlafen und dann wieder raus. Das quietschende Fahrrad meines Bruders, die Gedichte Nerodas und der Geruch von nassem Rasen.